Willkommen zu Balsam für meine Seele, eine Ermutigung für jeden Tag. Als ich vor kurzem mit Jugendlichen über das Thema Gebet gesprochen habe, da waren so ganz zwei Tendenzen spürbar. Auf der einen Seite keine Gebetspraxis, weil Gebet ist ja uncool. Auf der anderen Seite eine ganz große Sehnsucht danach, wenn ich doch beten könnte, weil ich ahne, dass mir das Energie, Kraft schenken würde. Aber ich weiß nur, da möchte ich gerne hin. Aber wie dahin kommen? Franz von Sales hat einmal geschrieben, nimm dir jeden Tag eine halbe Stunde Zeit zum Gebet, außer wenn du viel zu tun hast. Dann nimm dir eine Stunde Zeit. Darüber musste ich, als ich es letztens gelesen habe, lächeln. Denn die Tragik heutiger Menschen bedeutet unter anderem auch, dass sie in einer Zeit der Verunsicherung und der Überforderung so leben, dass sie eigentlich kaum noch Zugang haben zu den eigenen Ressourcen. Wir hetzen so viel. Im französischen Wort Ressourcen steckt das Wort Source, das heißt eigentlich Quelle. Das heißt, Gebet geht davon aus, du hast in dir eine Quelle, die nie versiegt. Doch es kann sein, dass diese innere Kraft uns wenig belebt und erneuert, weil wir keinen Zugang dazu haben. Und das ist ja eigentlich traurig, nicht? Ich habe eine Quelle in mir, die täte mir gut, aber ich habe den Weg dazu nicht mehr im Blick. Die positive Nachricht ist, das kann sich wieder ändern. Denn da ist ja oftmals eine Sehnsucht. Gerade in Zeiten der Dünnhäutigkeit brauchen wir einen besonders wohlwollenden Blick uns selber gegenüber. Der erste Schritt ist, dass ich in mir die Gewissheit stärke, dass es diese Quelle gibt. Tief einatmen. Vielleicht ganz bewusst mit den Füßen auf dem Boden stehen, ob ich sitze oder stehe, ist egal. Und mich erst einmal einen Moment daran erinnern, die Quelle ist da. Es kommt nicht in erster Linie auf mich an, hängt aber letztlich nicht nur von mir ab, sondern dass ich diese Sehnsucht nicht zum Schweigen bringe. Und wenn ich diese Sehnsucht einen kleinen Moment spüre, diesen Zugang zu dieser Quelle zu haben, das ist der erste Schritt. Der zweite vielleicht, dass ich in mir einen Moment der Ruhe, eine Ahnung spüre, wie diese Quelle sich anfühlen könnte. Hätten Sie eine Ahnung? Diese Quelle in mir, die Quelle der Kraft, der Energie, des Aufbauens, der Stärkung. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Wie fühlt sich das an? Vielleicht einen Moment einmal dem nachspüren, vielleicht heute immer mal wieder, morgen dann der nächste Schritt. So wünsche ich Ihnen von Herzen Gottes Segen. Bleiben Sie gesund.